Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Star Wars und heute wieder zusammen mit dem Äffchen Maggie. Hallo. Ja, und wir haben auch schon eine uns vorgenommen, die nächste Aufgabe gleich zu lösen. Der Maggie hat ein Campfire gebaut. Campfire. Lagerfeuer. Lagerfeuer, das war das Wort. Genau. Und zwar habe ich irgendwo, nee, das war jetzt natürlich das Falsche, in meinem Inventar noch ein paar Steaks. Oh, das geht anders. Wir müssen, glaube ich, erst hier draufklicken. So geht's. Jetzt legen wir hier die Steaks rein. Und wenn wir die rausnehmen, haben wir schon die nächsten Aufgaben erfüllt. Und wir bekommen wieder 10 Pixel. Juhu. Wenn das so weitergeht, können wir uns irgendwann noch was davon kaufen. So, wir sollen jetzt brauchen wir eine Hoe. Ja, das ist aber noch was anderes. Noch, danach kommt noch ein. Und ein Stone Furnace. Accept. So. So, wir gucken mal, was der Stone Furnace so braucht. Crafting Table. Achso. Den hast du. Der steht irgendwo oben. Irgendwo weiter oben. Hab ich nicht wieder mitgenommen. Hast du noch einen zufällig dabei? Ich müsste noch einen haben. Dann rück den doch mal aus deinen Häschen, aus den Klappen da hinaus. Der war, glaube ich, hier irgendwo. Hier bei den Speicherchips hatte ich den, glaube ich, irgendwo. Da. Ich habe ihn gefunden. Ja, aber. So, wir müssen irgendwie einen Platz finden, wo wir den aufstellen können. Hier kannst du ihn hinstellen. Ja, wo ich springe, da kannst du ihn hinstellen. So, mal gucken. Das wollen wir alles nicht bauen. Wir wollen hier. Bandages können wir auch wieder bauen. Kann ich 5 Stück ich bauen? Natürlich jetzt nur einen Kämpfer ja dabei. Wo ist der denn überhaupt? Weiter Torch, unten. Glitch. Ich sehe den nicht. Wenn du nach Stone Furnace suchst. Bin ich nicht angezeigt. Weil ich es wieder falsch gemacht habe. So, jetzt müsste es klappen. Stone Furnace. So, da ist ein Campfire. Das war das Problem, weil ich kein Holz dabei habe, kann ich das nicht bauen. Ja, ich bin schon an der Oberfläche und sammle noch mal kurz Holz. Gut, dann sammle ich hier noch ein bisschen Eisen. Ja. Und wir sollten uns mal beeilen, dass wir schon mal die erste Aufgabe lösen, bevor wir dann am Ende der Folge wieder nicht weiterkommen. Wie bist du eigentlich jetzt so schnell nach oben gekommen? Teleportation. Du kannst dich an der Seite kannst dich trotzdem noch teleportieren. So. Und wieder ein Loch. Hast du den Crafting Table mitgenommen? Ja. Gut. Da hatte sich noch ein Monster versteckt. Und da hier sieht es doch schon ganz gut aus. Ja, hier ist auch Kohle. Kohle müssen wir auf mitnehmen. Weil war das nicht ganz so schlimm. Hä? Bist du in die Lava gesprungen? Nein. Ich wollte mal heiß baden. Ja, für uns Roboter, denen tut das immer gut, aber ihr Menschen, ihr dürft das nicht machen. Ja, ein Affe. So, ich baue hier mal. So eine Brücke. Das Raumschiff fliegt übrigens nicht mit Kohle, wollte ich nochmal sagen. Das ist ganz merkwürdig, die Musik ist immer noch so laut. Ich bin jetzt bei 15% von der Lautstärke. Oh, okay. Also ich wollte mal gucken, ob das in der Aufnahme auch so laut ist. Also ich habe die Musik von dem Spiel total laut auf den Ohren. Ja. Da muss man jetzt übrigens aufpassen, diese Spikes, die hier oben sind, da kommen auch so kleine Totenköpfe raus. Da kann man sich schwer dran verletzen. Oh, wir haben hier eine Stelle gefunden, die ist ein bisschen blöd. Stimmt. So, oben geht auch nicht weiter.
Ich überlege jetzt gerade. Achso, vielleicht können wir noch ein paar Fackeln machen. Fackeln wäre natürlich auch eine tolle Sache. So. Mal kurz im Inventar gucken. 32 Stück konnte ich bauen. Und wir müssen diese roten Dinger hier sammeln. Das sind diese Kernfragmente. Sekunde, ich mache hier nochmal eine Fackel hin. So. Willst du dich da unten entlang arbeiten? Hätte ich jetzt gedacht, dass ich ja, das sieht ganz gut aus. Hier irgendwie lang. Da ist doch ein Bauwerk. Und? Roter, doch, jetzt ein bisschen weiter. Eventuell kann ich hier oben das... Da sind Diamanten, hier sind ganz viele Diamanten, guck mal. Mit der Taschenlampe ganz toll aus. Oh. Können wir die schon abbauen? Ja, können wir glaube ich schon abbauen. Ich kann die nicht abbauen. Doch, jetzt geht's. Das hat mich das letzte Mal auch schon so... Der Maggi und ich haben schon mal Probe gespielt und wir haben keine Diamanten gefunden. Überall haben wir gesucht, aber... Es war halt keine irgendwie... Es war total schwierig irgendwie. Ja, dafür haben wir jetzt sehr Glück. Ich kann hier nicht abbauen. Wie gesagt, manchmal ist es ja rechte Maustaste oder linke Maustaste. Ja, es kommt immer drauf an, ob es vorne oder hinten ist, aber... Ja. So, jetzt bauen wir hier noch ein bisschen was ab. Ich glaube, Kernfragmente brauchen wir auch tatsächlich nur 20 Stück. Ja. Weil ich habe später eigentlich nie wieder im Spiel die Kernfragmente gebraucht. Es kann sein, dass sie jetzt noch mehr Aufgaben haben. Also ich weiß nicht so weit. Ich nehme hier nochmal die Diamanten mit. Diamanten sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, das stimmt. Was ist das hier? Komm. Da habe ich Kupfer. So. Wir sollten mal, guck mal nach rechts oben. Da gibt es ganz viele Kernfragmente. Ja, ich hatte jetzt gerade... Oh Gott, da sind ja wirklich viele. Rot, schön. Ich baue hier nochmal so ein Ding dazwischen. Ja, das ist eine gute Idee. Kernfragmente-Himmel. So. Warte, ich mache mal ein bisschen mehr Licht, dass man auch hier auf der Aufnahme was sieht. Nee, stimmt. Sind wir bei Minecraft, ja genau. Bei YouTube ist das immer so ein Problem. Die Videos sind immer dunkler, wie man sie aufnimmt. Bei Rising World zum Beispiel habe ich jetzt extra schon das Bild heller gemacht. Da oben sind auch noch ganz viele. Die sollten wir auch noch abbauen. Oh. Das war ja richtig viel. Ich habe schon genug, aber ich weiß es nicht so genug. Inventar. Ich habe 25 Kernfragmente. Das sollte ja reichen. 22. Ja, dann reicht es ja eigentlich. Dann könnten wir uns eigentlich nach oben beamen, oder? Ja, aber. Ja, könnten wir machen. Dann mal nach oben. Okay. So, jetzt stellen wir erstmal hier im Raumschiff unseren Crafting Table auf. Den habe ich jetzt irgendwo hingestopft hier. Den stellen wir schon mal auf. So. Ja. Der kann da stehen und dann muss ich nochmal kurz runter und muss noch ein bisschen Holz besorgen. Ach, das hatte ich für dich geholt. Ja, ist egal. Ich kann ja schnell mal was holen nochmal. So. Dann können wir nämlich gleich mehrere Aufgaben lösen. Ich weiß gar nicht, wie viel Holz braucht man. Gar nicht so fünf viel. Stück. Fünf Stück. Ah, ich habe schon 15. So, als nächstes müssen wir dann mit dem Ofen müssen uns direkt mal Eisen brennen. Davon haben wir auch schon ein bisschen was. So, und wieder jetzt.
So, erstmal zum Hauptcomputer gehen. So, was hat er denn jetzt hier? Also Ship Repair. So, wir brauchen 20 Kernfragmente vom Planet unter uns, um das Ganze zu reparieren. Das machen wir jetzt. So, und dafür gibt es jetzt schon mal 500 Pixel. Und wir werden jetzt auch sofort sehen, das Ganze hat ganz schön viel gebracht. Ah, Moment. So, wir sollten jetzt darauf achten, dass wir, also wir sollten uns jetzt darum kümmern, den Überlichtgeschwindigkeitsantrieb zu reparieren. Dafür brauchen wir, das war die Aufgabe hier, Ergios-Kristalle. Die haben der Maggie und ich letzte Woche schon gesucht und haben sie überhaupt nicht gefunden. Wahrscheinlich gibt es sie beim Gate. Ich hab rausgefunden, wo es die gibt. Beim Gate steht gerade hier. Ja, wir müssen da diese Aufgabe mit... Es gibt da eine Aufgabe, da müssen wir eine mit einer Eisenrüstung und selbst müssen wir noch eine Stahlrüstung anhaben. Müssen wir da hingehen, dann gibt er uns so Koordinaten. Ah, bei die Pinguine. Ja, genau. Daher kriegen wir dann die. So, pass auf, wir gehen nochmal hier auf den Crafting Table und jetzt suchen wir uns hier den Stone Furnace raus. Sto. Ja, das. Achso, Campfire muss ich zuerst machen. Camp. So, erstmal ein Campfire und dann brauchen wir hier ein Stone Furnace. Stone Furnace, so. Jetzt sogar Aufzüge. Ja, es gibt in der Zwischenzeit ganz viele Sachen. So, ich habe jetzt den Stone Furnace gebaut. Ich brauche besseres Equipment, um hier überleben zu können. Ich sollte mir einen Ofen machen und Eisenerze schmelzen und dadurch Eisenbars bekommen. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. So, was ist denn das ganze Ding hier? Wo hat sich das denn jetzt hier reingelegt? Es gibt jetzt nämlich hier... Das Menü hat sich jetzt hier geändert, auch beim Charakter. Es gibt jetzt drei verschiedene Sachen, wo das Zeug abgelegt wird, gell? Das hat sich ja auch geändert. Früher musste man das hier reinlegen und mit Kohle, dann wurde das im Ofen gebrannt. Jetzt brauchst du nur noch hier drauf drücken und kriegst es sofort. Das finde ich ein bisschen schade. Ich habe das immer gemocht, dass man das früher brennen musste. Ah ja, das finde ich allerdings auch. Ich habe Eisen gebrannt. Dafür gibt es wieder 10 lustige Pixel. Die sind übrigens hier oben, werden die angezeigt. 671 Pixel. Und jetzt müssen wir einen Iron Anvil machen. Einen eisernen Amboss. Und damit können wir dann die nächste Aufgabe erfüllen. Jetzt gucken wir mal hier. So. Anvil. Den können wir auch schon bauen. Wir bekommen wieder super tolle 10 Pixel. Gut gemacht. Nun craftet ihr eine Waffe und eine Rüstung mit dem Eisenamboss. Das ist besser. Ich soll, bevor ich wieder nach unten gehe, so, in gefährlichere Gebiete, ist unsere nächste Aufgabe. So, ja, ich kann die auch, glaube ich, schon komplett craften, deine Eisenrüstung. Du sagst aber, wir müssen beim... Kannst du dir auch schon eine machen? Noch nicht komplett, fehlen, glaube ich. Bisschen, oder? Ich weiß es gar nicht, wie viel ich dafür brauche. Oh, ja, mir fehlt das Schild noch, aber ich glaube, das Schild brauche ich auch gar nicht. So, wir gehen mal auf unser Inventar und jetzt sieht man hier, dass... hier ist meine Rüstung jetzt. Da können wir anstelle dem grünen Hemd, können wir das hier anlegen. Dann habe ich hier Boots, da sieht man, die haben Schutzfaktor 2. Das ist das Schild, da steht eine 2 dahinter. Und was hat unsere Hose gerade? Die hat Schutzfaktor 1. Also die Eisenrüstung macht jetzt noch nicht so viel aus. Den Helm hat er schon aufgesetzt. Also ich habe jetzt... Ich habe die komplette Rüstung jetzt an, die komplette Eisenrüstung. Hast du auch das Schild schon? Nee, habe ich noch nicht. Müssen wir es auch tun? Wir müssen uns auch noch eine Waffe tun, craften. Was kann denn meine jetzige Waffe? So, hier. Ein Zweihänder, der macht 14 Schaden. Das sieht aber nicht so toll aus. Oh, hier der Hammer, der macht 24 Schaden. Der ist wahrscheinlich aber ganz schön langsam. Swingtime 0,8. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht. Pass auf, wir gucken uns mal den Dagger an. Swingtime 3. Also müsste... Guck dir doch dein jetziges Schwert an.
Mein jetziges Schwert hat 1,2 und hat 10. Dann weißt du ja ungefähr, was dann 0,8 ist. Das hat 14 und das hat 10. Also das wäre auch schon besser. Das kostet mich 4. Das kostet eigentlich alles 4, oder? Ne, das kostet 3 hier. Das kostet das. Das kostet 2 und hat 4 Trefferpunkte. Ja, hier, das hat 9. Das ist alles noch nicht so toll. Aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen Eisen mir besorgen. Okay. Ich glaube, ich auch. So, ich muss nochmal mit dem Journal gucken, was ich jetzt für Aufgaben habe. Wir sollen eine Hoe craften. Craft a Hoe bis Holz und... So, dann machen wir das doch gerade. Das können wir doch auch schnell noch erledigen. Eine Hoe. Kriegen wir doch gecraftet. Und wieder super tolle 10 Pixel. Und wie noch was? Was ist das? Ah, 5 Seeds haben wir auch bekommen. So, was haben wir hier? Um die... Um das Zeug wachsen zu lassen, brauchen wir gewässerte Erde. Eine Dafür Watering Can müssen wir machen. Eine Watering Can. Hast du so viel Holz? Du brauchst nämlich 50 Watering Holz. Watering Can. Das ist überhaupt kein Thema. Willst du auch eine? Ich hab schon eine. Und wieder super tolle 10 Pixel. Aha, okay. Ich hoffe, du rostest dadurch nicht. Nein, ich bin aus, hallo? Hier ist mich selber. Okay. Ich jetzt gleich quietsche, ich sag dir's, dann gibt's Ärger. Okay. Dann machen wir doch hier unser Hauptplanet. Ist natürlich schon wieder Nacht. Das gibt's doch gar nicht. Warum ist hier immer Nacht? Weiß es nicht. Damit sind wir schon wesentlich weiter wie letzte Woche. Da hatten wir nämlich keine Rüstung. Doch, Rüstung hatten wir am Ende A. Der ist lila, oder sieht das nur so aus? Sieht nur so aus. Aha, hier ist irgendein Gebäude. Vielleicht gibt es hier oben drauf eine Kiste. Vielleicht. Ja, das mit so aus, ganz, ja. Ganz 45 Pixeln. Naja, besser wie nix, gell? Das stimmt. Aber ich komme nicht ran. Bau dir doch was hin. Habe ich auch gerade. So. Dann einmal so, wieder. So, hier sind, glaube ich, Tomaten, wenn mich nicht alles täuscht. Setz mich erstmal. Oh. Bring's Ungeziefer mit. Oh. Ihr macht noch irgendwas. Ploink, 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 ploink. Da ist wieder so ein komischer Affe. Und da kommt gleich noch was. Stimmt. Ja, wir müssten irgendwie... Jetzt ist natürlich doof, dass wir so weit weglaufen. Weil wir müssten eigentlich an unserer... Stelle, wo wir immer runterkommen. Ich weiß nicht, ob man das in der Zwischenzeit verlegen kann. Es war früher immer so. Es gab so eine... ich habe keine Waffe in der Hand. Ist ein bisschen peinlich, aber du schlägst immer drauf und ich krieg das Zeug. Oh. Hat es dich gegessen. Er schmeckt bestimmt, aber gar nichts hart wahrscheinlich. Kannst du mir jetzt gleich sagen... Vielleicht macht das Tier Schrauben. Kann natürlich sein. So, wir gehen mal nach unten. Jetzt müssen wir mal hier markieren, wo wir rauskommen. Ich höre dich schon. Du hast dich jetzt aber zu mir teleportiert und nicht nach unten, oder? Nee, hast du dich jetzt glaube ich nach unten gemacht. Okay. Dann. Ja, gut. Ich glaube, ich habe nach unten gedrückt. Gut, dann ist ja hier ungefähr an dem Berg. So, Corn Seeds. Wollen ja, wir dann hier? Wir müssten halt hier mal das Ganze so ein bisschen terraformen. Ich habe ja Erde dabei. Jetzt will ich gerne mal gucken, wie das hier geht.
keine Erde mehr. So. Ja, schon mal. Dann müssen wir hier nochmal das Zeug abbauen. Da war irgendwas noch. Und dann fällen wir mal den Baum. Achso, was brauchen wir denn, um unsere Matter Manipulator schneller zu machen? Zeug. Nein, wir brauchen dieses Manipulator Upgrade. Achso, das war ja das genau. Pass auf, ich hab noch ein bisschen Erde habe ich noch. Ich arbeite mich mal hier durch. Lauf dir mal mit meiner Hacke hinterher. Und die Löcher mach ich mal zu. Na, gucken wir mal, was wir schon so alles dabei haben. Also ich habe jetzt hier Kornseeds. Ja, wir sollen ja 5 Korn und 5 diesen... Also ich habe Wheat, ich habe Korn, ich habe Potato und diese, ja, diese Erbsen habe ich auch, diese Pearl, diese anderen, wie heißen sie denn? Pearl Peas. Habe ich auch. Ja, ich glaube... Machen wir doch mal Pearl Peas hier hinten hin. Ah ne, das ist noch nicht umgeklappt, oder? Doch. Für die Quest brauchen wir ja noch, Ach, warte mal. Mordfähigkeit. 5 Reed und 5 Pearl Peas. Peace. So, ich muss jetzt hier noch gießen. Dann besser mal. Boah, die ist ja voll langsam. Hier mal meine... Ups. Boah, das dauert voll lange. Ich helfe dir mal. Ich fange hier hinten an, fang du da vorne an. Oh, hier hast du ein paar Punkte vergessen. Ich hatte keine Erde mehr. Kannst du hier nochmal ho 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 machen? Ho ho ho. Warte mal, hier muss nochmal was wegbauen. Sekunde. Ah, da kann ich nicht hinbauen. Ich sehe das schon. Mach mal, drück mal, also schleich mal. Also nicht nach unten, sondern dass du kleine Blöcke setzt. Sekunde, vielleicht liegt es auch tatsächlich da dran. Ich mach mal um die Steine weg. So, nochmal versuchen mit der Erde. Fängt es an zu regnen. Jetzt. Ah, dadurch wird es auch bewässert. Ah, super. Also gut, ich habe hier Pearl Peas. Ja, wir sollen ja 5 Stück davon ernten. Nein, ich kann die nicht setzen. Kann die setzen. Konnte die setzen. Wachse schneller. Hast du die Seeds oder hast du die Seeds oder hast du das, die Pearl Peas? Oh, ich habe natürlich nicht die Seeds. Die Seeds sind in der letzten, im letzten Abteil vom Inventar. Korn Seeds habe ich welche und dann habe ich hier irgendwelche Saplings. Und Rice Seed. Und Potato Seed habe ich auch noch. Ja, okay. Davon sollen wir jedenfalls 5 Stück. Ah, hier sind sie. Die habe ich doch gesucht. So, hier. Oh. Ich dachte, der setzt die genau hintereinander. Nicht so richtig irgendwie. Ich glaube, ich muss langsamer laufen. Es gibt jetzt ein buntes Feld. Ja, sieht doch auch hübsch aus. Wieso können wir denn hier keine Erde hinbauen? Momentan habe ich auch keine Erde, ich sehe das. Aber... Ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Ich baue jetzt mal hier noch ein bisschen was ab. Das ist auch eine Kiste. Da ist was für dich drin. Öl? Ist da Öl drin?
Nee. Was, oh, was ich Böses? Ich brauche heute für... Die macht ja ein Damage per Shot. Ja, meine auch. Na gut. Also heute für Feierabend brauche ich auf jeden Fall noch eine schöne Kanne Öl. Okay. Brauch nicht deine ganze Batterie. Batterie? Du hast ja so eine Energieanzeige unten und unter deinem Leben. Beim Schießen verbrauchst du diese Energie, aber die lädt sich halt da auf. Aber als Roboter hast du wahrscheinlich eine Batterie. Ich hab das wächst jetzt ganz schön schnell hier. Ja, ich habe jetzt das Quest schon. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Zum Ernten muss man nämlich irgendwie... Interagieren. Huch. Ja, aber ich habe doch jetzt erst... Ich habe zwei Weeds geerntet und bekomme schon den... Ja, du hast wahrscheinlich schon was im Inventar gehabt. Ach so. Wenn du genug davon brauchtest, ja nur 5 Stück von jedem. Ach so. Das ist natürlich raffitückisch. So. Ich glaube, wir müssen hier mal Fackeln aufsetzen, irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Damit hier unser Feld auch gut wächst bei Nacht, oder? Ich weiß nicht, ob das hier berücksichtigt ist. Ja, auch nicht. Ein Dach darfst du, glaube ich, nicht bauen, weil dann müssen wir ja mal das bewässern. Ich wollte auch kein Dach bauen. Ich wollte so leuchtende Blöcke in die Luft hängen, wo man dann Fackeln dranhängen kann. Aber du hast es jetzt so zwischengestellt. Irgendwie. Gut, dann wollen wir als nächstes jetzt mal zum Outpost. Als nächstes müssen wir leider die Folge beenden, weil die Zeit ist schon wieder rum und ja. Morgen geht's weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schreibt da mal in die Kommentare, was ihr von Lustarbound haltet. Wir mögen es total und es kommt auch noch ganz viel Content, also man kann ja wirklich viele Sachen machen. Und ich glaube, in der nächsten Folge, da werden wir uns mal das Stargate angucken. Da kann man nämlich viele Missionen sich holen. Und da gibt es auch einiges zum Handeln. Oh. Ich setze hier nochmal eine Fackel hin. So. Ja, liebe Leute, macht's gut für heute. Und wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.